Hi, heute möchte ich euch zeigen, wie man diese beiden Grußkarten malt. So, da fange ich jetzt einfach an. Und dann machst du einfach ein Blütenblatt, so wie du meinst, wie ein Blütenblatt aussieht. Das ist das Erste. Jetzt machen wir das hier ein bisschen dunkler, weil das hier im Schatten liegt. Ich versuche jetzt hier ganz los, ganz frei zu malen. Bisschen heller, bisschen dunkler. Und ich lasse das hier noch ein bisschen in der Mitte reinlaufen. Und jetzt nehme ich eine etwas dunklere Farbe, das ist ein Payne's Grey, und mische das mit dem Pink, damit das sich nicht so beißt, und lasse hier in der Mitte ein bisschen anzudeuten, dass sie so ein bisschen plastischer wirkt. Einfach reinlaufen lassen. So, jetzt nehmen wir einen Glas. Stift. Du kannst da auch einen Zahnstocher nehmen oder einen Brieföffner, einen spitzen Gegenstand. Fange ich jetzt hier in der Mitte an, und diese Blüte geht ja hier so ein bisschen nach oben. Und ich nehme da auch diese Ecken und Kanten dieser Blüte, die mit dem Pinsel entstanden sind, die nehme ich so ein bisschen an, dass ich da so diese Linien hinführe. Da kannst du so viel machen oder so wenig, wie du möchtest. Es muss nur feucht sein. Und wenn das so ein bisschen angetrocknet ist, dann kannst du das einfach mit dem Pinsel wieder ein bisschen feuchter machen. So. Und die ist jetzt so ein bisschen. Steht die so ein bisschen ab. Und hier. Siehst du, ich nehme jetzt hier diese Rundung, hier diese Ecke, die nehme ich jetzt so ein bisschen an. Und dann kannst du auch noch ein Papiertaschentuch nehmen und kannst da so ein bisschen reintupfen. Das gibt dann auch noch mal so eine Variation. Hell und dunkel. Kontrast, das Auge mag Kontrast. Jetzt machen wir da so ein bisschen Blätterbeiwerk. Dann nehme ich das Viridian Hue von Cottman und mische das mit dem Türkisblau von Cottman, Winsor & Newton. Nehme ich die Spitze von dem Pinsel, seht ihr das? So eine kleine Spitze dran. Und dann drehe ich das und ganz leicht ziehe ich mir hier so eine Hilfslinie raus und setze meinen Pinsel die Spitze an, drück das und ziehe den wieder hoch. Und du kannst es jetzt so lassen. Jetzt machen wir hier noch ein paar dran. Bisschen heller, bisschen dunkler. Jetzt machen wir hier noch eins, was so ein bisschen absteht. Und nehmen noch ein bisschen von dem Türkis, von dem Blau. Ja, doch, das Türkis. Da könnten wir jetzt hier noch einen reinsetzen. Jetzt nehme ich das Grün, bisschen mehr grünlastiger. Ziehe jetzt hier oben noch eins raus. Und die mache ich jetzt mit einem kleineren Pinsel. Das ist ein Zweierpinsel, Rundpinsel. Und ist im Prinzip genauso. Das setze ich spitze an und ziehe es das runter. Heller, dunkler,
Ich lasse hier jetzt noch ein bisschen was von dem Dunklen reinlaufen. Das muss alles nicht so super ordentlich sein. Auch wenn das Pink jetzt hier so ein bisschen in das Blau gelaufen ist, das ist auch okay. Das Aquarell ist ein sehr freies Malen. Jetzt nehme ich noch ein bisschen mit dem großen Pinsel was auf. Und mal jetzt hier ein etwas größerer, dass die jetzt mal hier so rauskommen. Und da kannst du jetzt genauso noch eins dazusetzen. Dann werden die rund. Und nicht so spitz. Jetzt nehmen wir mal ein paar hellere. Und machen jetzt hier oben noch welche rein. Das war zu hell. Einfach ein bisschen spielen. Da, wo du meinst, da fehlt was. Und ich würde jetzt gern hier oben noch so eine kleine Knospe hinmachen. Da fangen wir an, wie das Blatt. Und ein bisschen dicker, hier oben ganz dünn. Und unten kannst du das rund machen. Jetzt nehmen wir den dünnen Pinsel, nehmen was von dem Grün auf. Ich drehe die Karte jetzt mal rum. Und mache jetzt hier unten den Blütenansatz rein. So, dann ziehen wir das so ein bisschen hier runter. Und machen auch noch ein paar Blätter dran. Jetzt noch mal rum und das Grün verläuft jetzt so ein bisschen in dieses Pink. Das sieht ganz hübsch aus und das ist auch ein schöner Aquarelleffekt. So, ich finde, hier müsste jetzt noch ein bisschen was Blaueres hin. Nehmen wir unseren großen Pinsel wieder, bisschen Blau. Mehr Blau als Grün und malen hier noch mal ein paar Blätter rein. Und ich finde, jetzt könnten wir noch ein bisschen mehr Pink nehmen, auch ein paar pinke Blätter malen. Das ist auch okay, ist ja dein Bild und du kannst du machen, was du willst. So, jetzt machen wir die Innenseite der Blüte noch ein bisschen tick dunkler. Und dann nehme ich auch dieses Paints Gray und hatte noch ein bisschen von dem Pink auf dem Pinsel. So. So, wir könnten jetzt auch so ein bisschen sprenkeln noch. Und dann nehme ich jetzt ein bisschen von dem Grün mit viel Wasser. Also du nimmst Grün auf und tauchst einfach deinen Pinsel in das Wasser rein. Der ist jetzt voll gesaugt. Und da kannst du jetzt hier sprenkeln. Das lassen wir jetzt trocknen. Und dann machen wir das nächste. Da dachte ich mir, wir benutzen das
Design, weil das super, super einfach ist, geeignet für Anfänger. Also das ist wirklich super leicht. Und du kannst da unheimlich mit Spielen und Variationen mit reinbringen. Ich nehme jetzt nur zwei Farben, aber du kannst da Regenbogenfarben nehmen oder deine zwei Lieblingsfarben, wie du das möchtest. Dann nehme ich jetzt einfach mal zwei, drei, vier Linien, kürzer, länger. Und dann nehme ich meinen nassen Pinsel, gehe in die erste Farbe und male jetzt Kreise. Die müssen nicht rund sein, perfekt. Groß, klein. Pink. Mal hier oben noch einen hin, das größeren. Hier. Und ich finde, hier fehlt jetzt noch ein Blau. Bisschen heller. Jetzt nehme ich ein Papiertaschentuch und tupfe da wieder rein, aber nur so an einer Stelle. Oben, unten. Du siehst, ich wechsle das Papier, dass ich da nicht das Blaue in das Pinke reinkommt. So. Und jetzt geben wir der Sache ein bisschen Schatten. Die blauen. Hier unten habe ich jetzt ein bisschen mehr Farbe aufgenommen von dem Blau. Mach das direkt unten rein, hier auch. Das ist noch ein bisschen feucht und manchmal verläuft das jetzt und manchmal bleibt es auch da, wo es ist. Also das ist jetzt, ups, hier habe ich nicht getupft. Da war viel Wasser drauf. Nehme ich direkt Pigment von dem Pink. Einfach unten rein tupfen. Ganz frei. So, jetzt nehme ich ein bisschen was von einem hellen Grün. Ich nehme das Maigrün von Schmincke. Setze diesen Pinsel, die Spitze, hier an. Du kannst auch das Blau, das läuft jetzt hier so ein bisschen mit rein. Zieh das hier runter. Versuch so fein wie möglich zu malen, weil diese feinen, super feinen Striche mit diesen Blobs, die so unförmig wirken, ist das auch noch mal ein Kontrast. Ganz fein. Also ich versuchte auch über den Bleistift Vorzeichnungen zu gehen, damit ich da später nichts ausradieren muss. So, jetzt nehme ich noch ein ganz klein bisschen Blau. Mache hier oben noch. Oh, das war das Grün. Hatte ich noch Grün drauf. Ist auch okay. Bisschen Blau rein. So, jetzt male ich hier noch mit meinem dünnen Zweierpinsel und dem Maigrün nur so ein paar Blätter.
Die müssen jetzt auch nicht so ordentlich sein. Das Auge setzt das zusammen. Vielleicht sind das ja auch gar keine Blätter. So. Jetzt würde ich gerne hier oben noch ein bisschen von dem Blau reinlaufen lassen und hier auch. Und das sind wir schon fast fertig. Was jetzt auch witzig wäre, wenn du einen Feinliner hast, einen weißen Feinliner. Ich zeig dir das mal. Ich trockne das erstmal. So, das ist jetzt trocken. Ich habe jetzt einen schwarzen Feinliner und dann kannst du jetzt einfach, fängst du hier an und machst du einfach ganz wild, malst du hier drum rum und dann machst du hier so ein paar Pünktchen rein. Sehr modern sieht das aus. Und dann mach mal drei Stück, dass sie so ein bisschen im Dreieck sind. Also normalerweise das hier, aber dann fehlen die. Ich nehme jetzt den hier. Du siehst, ich passe da gar nicht richtig auf. Nicht perfekt machen. Das ist ja das Schöne an diesen Karten. Du kannst auch jetzt hier noch so kleine, super kleine Blätter. Die ausmalen, bisschen schwarz reinmachen. Vielleicht hier oben noch was. Und das ist eine süße Karte. Wenn wir jetzt noch einen weißen Feinliner finden. Moment. Ich habe einen gefunden. Das ist der von Uniball. Signo. Den gibt es übrigens bei Bürofachhandel Hacker. Das ist eigentlich ein sehr, sehr guter weißer Gelstift, der funktioniert irgendwie immer. Ich verkaufe meine Karten auch bei Bürofachhandel Hacker in Büdingen, falls ihr da Interesse habt. So, jetzt nehmen wir den weißen Feinliner und da können wir jetzt hier in die Pinken was reinmachen. Die sehen jetzt klein aus wie so kleine Rosen. Ne, das gibt dem jetzt noch mal so. Hier vielleicht auch noch. Warum nicht? Das ist eine schöne Geburtstagskarte. Können wir auch hier reinmachen. Ein schönes Design. Sieht modern aus. Hier so Pünktchen reinmalen. So. Da haben wir die. Da können wir auch noch weiße Pünktchen reinmachen. Hier, die habe ich auch. Da können wir jetzt hier so, ne, da haben wir so Striche reingemacht, so nur die der Blütenkelch noch mal so ein bisschen. Immer Kontrast schaffen. So, ich hoffe, dir gefallen meine Karten. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Und es würde mich freuen, wenn du mir ein Like da lässt, ein Abo
einen Kommentar, wie es dir gefallen hat. Diese Mondblume hier, da habe ich auch ein Tutorial. Das kannst du dir dann nochmal angucken. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit und tschüss.